Bei einer gewöhnlichen quantitativen Messung machen wir im Grunde genommen das Folgende. Wir schauen uns den Peak an auf einem Standard. Also in dem Diagramm sollen das hier die Kiloelektronenvolt auf der X-Achse sein und auf der Y-Achse die Intensität in Counts, absolut Counts jetzt mal. Können auch Counts per Second sein, aber wir messen ja manchmal länger. Wir nehmen jetzt hier die absolut Counts. Und dann sieht der Peak ungefähr so aus. Bei einer bestimmten Energie, vielleicht 6,4 für Eisen, gibt es einen Peak. Und das hier ist jetzt der Standard. Und dann ziehen wir von diesem Peak hier den Untergrund ab, den wir extrapolieren und haben dann diese Peakhöhe hier und die Counts dieser Peakhöhe und diese Counts korrelieren wir mit einer bestimmten Konzentration eines Elements, nämlich die Konzentration eines Elements im Standard. Die ist ja bekannt, diese Konzentration. Und als zweites machen wir das Gleiche dann in einer Probe, also wieder die Kiloelektronenvolt auf der X-Achse. Und dann haben wir hier wieder irgendeinen Peak und der ist jetzt vielleicht höher, bei 6,4 oder geringer, je nachdem. Haben hier auch wieder eine Peakhöhe, ziehen davon den Background ab, haben dann hier die Counts übrig. Und dass diese Counts entsprechen der Konzentration des Elements in der Probe. Die kennen wir nicht. Also das Ganze hier ist jetzt die Probe. Und die Konzentration in der Probe rechnen wir dann aus über die Formel Konzentration in der Probe immer eines bestimmten Elements ist gleich die Konzentration im Standard, die bekannt ist, mal der K-Ratio. Und ich schreibe jetzt mal die K-Ratio als das Verhältnis aus, das ist ja nichts anderes als die Intensität in der Probe. Also genau, oder ich schreibe mal jetzt auch Counts. Das habe ich jetzt gerade im Diagramm auch geschrieben. Counts in der Probe durch die Counts im Standard und dann noch mit der Matrixkorrektur hier mal SAF. Und was wir dann kennen, ist die Konzentration im Standard. Und das ist das hier. Wir kennen die Counts im Standard. Das ist das hier. Wir kennen die Counts in der Probe. Das ist das hier. Und SAF wird berechnet und dann kriegen wir die Konzentration in der Probe raus. Genau das gleiche Prinzip machen wir uns jetzt zunutze, wenn wir das Detection Limit ausrechnen wollen. Das Detection Limit bedeutet nichts anderes als, was ist der kleinste Peak hier, den wir in der Probe noch messen können. Und dazu machen wir nichts anderes, als diesen kleinsten Peak hier zunächst mal zu definieren. Was ist der kleinste Peak, den wir noch messen können? Und dazu wird Folgendes definiert. Der Untergrund, also hier ist der Background, der wackelt da die ganze Zeit. Ja, hier hinten kommt jetzt dann irgendwann der Peak und so weiter. Aber im Moment interessiert uns mal der Background. Und wann können wir heute erkennen, dass das hier wirklich ein Peak ist, der hier über den Background rauskommt? Und dazu verwenden wir den zeltstatistischen Fehler des Backgrounds. Und der ist nichts anderes als Wurzel n, beziehungsweise in dem Fall wäre das dann Wurzel aus Counts des Backgrounds. Dafür kriegen wir dann irgendeine Zahl raus. Also angenommen, der Background läge bei sowas wie 200 Counts. Und das hier wieder dasselbe Diagramm ist. Und dann wäre der zeltstatistische Fehler vielleicht der, dass dieses Intervall hier sowas ist wie 20. Also wäre der zeltstatistische Fehler hier 20. Und jetzt könnte man hingehen, könnte sagen, sobald ein Peak hier über die 20 rauskommt, nennen wir es Peak. Aber das wäre dann statistisch nicht ganz, also nicht notwendigerweise immer signifikant. Deshalb sagen wir, wir nehmen dreimal den zeltstatistischen Fehler hier. Das heißt nicht 1, sondern 2, 3. Und sobald ein Peak hier ist, sagen wir, ja, der ist signifikant. Und das ist der Peak, den wir noch messen können. Also dass die minimale Counts für diesen Peak brauchen. Das wäre also in dem Fall dann nicht 20, sondern hier wären es dann 60. Das heißt, diesen kleinstmöglichen Peak, den definieren wir hier einfach, statt ihn wie sonst zu messen. Das heißt, dieser kleinstmögliche Peak hier, den definieren wir als 3 mal Wurzel aus Counts Background. Und wenn wir dann diese Counts nehmen und hier einsetzen, also nicht mehr Counts
Probe, sondern jetzt wäre es Counts Background, dann bekommen wir, weil das der kleinste Peak ist, den wir noch messen können, bekommen wir hier vorne auch wieder eine Konzentration und diese Konzentration wäre eben genau die Konzentration des Detection Limits. Alles andere bleibt in dieser Gleichung identisch. Also wir kennen die Counts im Standard, also wir können das Ganze auch prinzipiell auf dem Standard direkt machen, indem wir mit diesen Werten für den Standard, die wir hier einsetzen, das Detection Limit ausrechnen, indem wir hier auch den Background messen und die Counts des Backgrounds hier einsetzen, also 3-mal Wurzel Counts Background hier oben als Wert einsetzen und bekommen dann das Detection Limit heraus. Jetzt gibt es noch ein paar weitere statistische Überlegungen, die man hier anstellen kann. Beispielsweise, dass der Peak selbst ja auch also nicht so aussieht, so ich male es vielleicht nochmal hier separat, sondern der Peak sieht ja selbst auch so aus. Und deshalb sollte man vielleicht nicht nur 3-mal die Counts des Backgrounds nehmen, sondern auch noch in diese Formel mit einbeziehen, 3-mal die Counts des Peaks selbst. Und daraus geben sich eine Reihe weiterer statistische Überlegungen, die man anstellen kann und kommt schließlich zu der Überlegung, dass man hier oben zunächst mal nicht nur 3-mal Wurzelcounts einsetzen sollte, sondern hier unten das Ganze, diese Counts 2-mal machen, nämlich einmal vom Background und einmal vom Peak und noch ein paar kleinere weitere Anpassungen, sodass man schließlich zur folgenden Formel für das Detection Limit kommt. Also das Detection Limit ist gleich die Konzentration im Standard mal 3-mal Wurzel 2-mal diese Counts, also genau das, was ich hier gerade erwähnt hatte, jetzt aber geteilt durch noch die Wurzel aus der Messzeit, wie lange gemessen wird, mal den Counts im Standard und das Ganze wieder mal der ZRF-Korrektur. Und mit dieser Formel kann man dann das Detection Limit bestimmen. Und zwar am besten gleich in dem Moment, wo man den Standard misst, dann hat man diese Werte hier. Das hier bekommt man aus einer Messung auf dem Background und die ZAF-Korrektur wird meistens schon gemacht. Und dann erhält man also das Detection Limit, beziehungsweise ist es auch so, dass tatsächlich die Mikrosonde das Detection Limit natürlich gleich mit ausgibt, weil da muss man sie mir selber machen, ist ja ganz praktisch.